Also, meine These dreht sich um Karl Lauterbach. Ich bin fertig mit Karl Lauterbach. Das ist auch nicht mehr rettbar. Karl Lauterbach hat versagt, jetzt als Minister im Amt. Ich will nur an einen Punkt erinnern. Quasi unter seinen Händen ist die Impfkampagne verschieden, gestorben. Da ist nichts mehr von übrig. Er hat nichts dafür getan. Völlig schiefgegangen. Und er hat ein Problem mit der Wahrheit. Das will ich erläutern. Im Januar, das erinnern wir alle gut, ist ja der Genesenenstatus ganz überraschend halbiert worden auf 3 Monate. Die Leute waren entsetzt. Bei vielen Leuten war es ein schwerer Eingriff in ihr Leben. Und dafür haften musste bislang nur das RKI und dessen Präsident Lothar Wieler. Die waren schuld, und zwar ganz alleine. Wenn man sich ein bisschen umtut und konkreter recherchiert, stellt man aber fest, am 14. Januar hat das RKI diese Anweisung auf seiner Homepage veröffentlicht. Am 15. Januar trat sie in Kraft, aber am 13. Januar, einen Tag vorher schon, erschien Sabine Dittmar, das ist die parlamentarische Staatssekretärin von Karl Lauterbach, im Bundestag und kündigte diesen Abbau des Genesenenstatus an. Sie war die Erste überhaupt. Das RKI kam erst hinterher, als würde das RKI sozusagen die technischen Einzelheiten verkünden. Aber sie war die Erste. Ich will das genau zitieren, was sie da gesagt hat. Der Genesenenstatus wird künftig nach 3 Monaten bzw. 90 Tagen entfallen. Wörtliches Zitat aus ihrer kleinen Rede. Sie war so stolz drauf, dass sie diese Rede sogar auf ihrer Homepage bis heute anbietet. Der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der die Sitzung geleitet hat, hat mir berichtet, den meisten Abgeordneten sei gar nicht aufgefallen, was sie da gehört haben. Das passiert ja manchmal, das rauscht so vorbei. Jedenfalls hat Karl Lauterbach die Gelegenheit ergriffen und bis heute in allen möglichen Interviews erzählt, dass er nichts davon gewusst habe. Ich will ihn auch wieder wörtlich zitieren aus einem FAZ-Interview. Da hat er nämlich gesagt, dass der Genesenenstatus über Nacht auf 3 Monate verkürzt wurde. Davon war ich nicht unterrichtet. Ich nenne diesen Satz einen Flirt mit der Lüge. Denn wer, und das sage ich nur aus juristischen Gründen so freundlich, ich würde es sonst härter ausdrücken, denn wer kann denn annehmen, dass eine Staatssekretärin ins Parlament geht, ja, um diese Botschaft zu überbringen und der Minister weiß nichts davon? Da muss man sich ja die Haare mit dem Fischmesser kämmen, um das zu glauben. Niemals! Außerdem ist Karl Lauterbach bekannt als einer, der im Ministerium alles an sich zieht, der nichts an sich vorbeilaufen lässt, und eine parlamentarische Staatssekretärin hat ausdrücklich die Aufgabe, den Minister nach außen zu vertreten. Der wusste nichts, ich glaube, kein Wort. Und nach diesem seifigen Dementi erleben wir auch noch eine wirre weitere Regierungspraxis, eine Amtsführung. Er hat nämlich sofort jetzt dem RKI die Vollmacht entzogen, über diese Frage zu entscheiden. Er will selbst entscheiden, nach dem Motto, haltet den Dieb. Da macht allerdings die Union im Bundestag nicht mehr mit, denn die haben begriffen, dass man diesem Mann nicht vertrauen darf. Das haben sie auch sofort öffentlich erklärt. Und sie bestehen darauf, dass der Bundesrat künftig an diesen Unterentscheidungen beteiligt wird. Stopp, Nena. Nein, und nein, Uli, jetzt muss jemand aus der Runde antworten dürfen. Nein. Der Flirt, der Lüge steht schon im Raum, brauchen wir einen neuen Gesundheitsminister. Pass mal auf, gib mir noch ein paar Sätze. Und es wird ja, der Bundesrat ist ihm schon in den Arm gefallen. Nun wird es ja noch wirrer. Die genesenen Spanne ist ja inzwischen klammheimlich, ohne dass da viel drüber geredet, wieder auf 6 Monate erweitert worden. Genau. Aber nur für die Geimpften. Die Ungeimpften bleiben weiter auf 3 Monaten sitzen. Wir haben also eine gespaltene Geschichte. Und das ist ja wirklich der Höhepunkt. Wobei die 3-monatigen Ungeimpften das gar nicht in ihr Zertifikat eintragen lassen können in der Apotheke, weil das gar nicht vorgesehen ist. Das hat ein europäisches Muster. Das sieht 3 Monate gar nicht vor. Sodass wir jetzt... Uli, du kriegst eine Sanduhr von mir das nächste Mal. Nicht mehr Stopp. Jetzt ist hier Stopp. Ich muss auf meine Konsequenz rauskommen. Ich lasse mich in dieser freien Sendung auch nicht zensieren. Das heißt, da herrscht jetzt das totale Chaos und verantwortlich ist Karl Lauterbach. Deshalb sage ich, okay, ich will Karl Lauterbach
nicht mehr erleben, wenn im Herbst ein neues Virus über uns kommt. Dann, ich will auch nach dem Freedom Day am 20. März von Karl Lauterbach befreit werden. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist gescheitert. Er ist einfach nicht ministrabel. Das wollte ich noch sagen. So, jetzt könnt ihr. Also, ich stimme in einem völlig zu, dass Karl Lauterbach den Sprung ins Ministerium nicht geschafft hat. Ja. Er war ja die ganze Zeit ein großer Hoffnungsträger. Und es gab einen riesigen Druck auch auf Olaf Scholz, dass der Mann Minister werden muss. Und es gibt in Deutschland da ja so ein gewisses Vorurteil, man muss möglichst vom Fach sein, um Minister sein zu können. Also am besten General wird Verteidigungsminister. Ist jetzt auch ein bisschen anders. Und Karl Lauterbach hat diesen Sprung nicht geschafft. Und was mich wirklich auch stört, deswegen stimme ich dazu, dass der Wieler nur der Schuldige ist. Jetzt mal völlig egal, was ich von Herrn Wieler halte, das ist ja völlig unwichtig. Aber es ist nun mal so, wenn man Minister ist, wenn man irgendwo Chef ist, muss man sich vor seine Leute stellen. Und wenn nicht, muss man sie rausschmeißen. Ja. Und das hat er nicht gemacht. Und das geht nicht. Dieses Lavieren, da stimme ich völlig zu, das geht überhaupt nicht. Die Hoffnung, die in ihn gesetzt worden sind, nach Jens Spahn, so nach, mal ganz nebenbei, das war eine große Koalition und Lauterbach und Spahn waren sehr eng und er war ständiger Ratgeber, war ständig auch im Ministerium. Eigentlich gab es diesen Bruch nicht. Er wollte was anderes darstellen und ist daran meines Erachtens wirklich bisher nicht gut gefahren. Ich finde ja, das ist ein bisschen schnell, dass jemand nach 3 Monaten gehen soll. Für mich ist er erledigt. Ja, bis zum Herbst muss er weg sein. Das ist im Moment, ich will ja nur darauf hinweisen, er ist im Moment der beliebteste Politiker Deutschlands. Das müsste eigentlich stutzig machen. Das korrespondiert mit der Maskenpflicht. Ich glaube, für mich ist Lauterbach hauptverantwortlich dafür, dass wir einen fürchterlichen Mentalitätswandel in diesen 2 Jahren hinter uns haben, nämlich zu einem Obrigkeitsstaat und zu einem Regieren über die Angst. Und ich muss sagen, wenn mich etwas beunruhigt, ist das nicht das Maskentragen in Innenräumen. Ich bin grundsätzlich ein vorsichtiger Mensch. Ich habe schon Sacrotan benutzt, da wusstet ihr alle noch gar nicht, wie das buchstabiert wird. Und habt ihr gedacht, bei Desinfektionsmitteln habt ihr da an Domestos gedacht. Ich war schon immer vorsichtig, aber ich lasse mir nicht meine eigene Vernunft nehmen und ich entscheide selber, wo ich vorsichtig bin und wo ich zum Beispiel, ich bin in einer frischen Luft schon von Polizisten in Bayern aufgefordert worden, eine Maske zu tragen. Ich habe sie natürlich angezogen und sofort wieder abgelegt, wenn ich 2 Schritte weitergehe. Ich finde es höchst beunruhigend, dass ein Mann, der hauptverantwortlich dafür ist, dass wir über Angst regiert worden sind, dass der plötzlich der beliebteste Politiker ist. Ich mache mir große Sorgen über den Mentalitätswandel in diesem Land. Ich glaube, wir haben, was wir jetzt erlebt haben, wir sind glimpflich davongekommen mit diesem sicher tückischen Virus. Ich bin überzeugt, dass es werden schlimmere Krankheiten noch auf uns zukommen in Zukunft. Aber wir haben die Generalprobe als demokratische Gesellschaft nicht bestanden. Und das ist für mich nicht eine Frage der Maske, sondern die Aufteilung zwischen Geimpften und Ungeimpften, dass wir Menschen erster und zweiter Klasse haben. Hätte ich nie geglaubt, dass wir sowas in unserem Land erleben. Kurz vor Bauernfeind, genau. Ja. Und das Gleiche gilt, finde ich, auch für die Regelung mit Johnson & Johnson. Das hatten wir jetzt gar nicht besprochen. Also Genesenenstatus ist das eine. Aber auch das Johnson & Johnson nur mit einer Impfung, da hat man die Auffrischungsimpfung dann gemacht, vielleicht freiwillig, weil man sich gesagt hat, sollte ich mal lieber machen. Und auf einmal gilt der Impfstatus nicht mehr. Stimmt. Und man muss sich einen Test holen, obwohl es eben noch vor einem halben Jahr hieß, Johnson & Johnson ist sicher. Sehr richtig. Es gibt einen schleichenden Wechsel zum Autoritären. Ja. Dafür steht auch Karl Lauterbach. Natürlich. Warum hat er die Vollmachten an das RKI und an das Paul-Ehrlich-Institut abgegeben? Weil er vermeiden wollte, seine Pläne in der Koalition mit der FDP streitig zu diskutieren. Die hätte ihm bei manchen in den Arm gefallen. Oder im Bundesrat mit der CDU. Also wird das Ganze als wissenschaftliche Erkenntnis ausgegeben und Wissenschaftler entscheiden darüber, wie wir leben dürfen. Was ist denn dann übrig von der Demokratie? Und was ist Politik? Was macht das Parlament? Das ist Gottlob gescheitert. Gottlob. Es ist ja so, dass Wissenschaft schon eine Rolle spielen soll, aber eben Grundlagen beraten. Entscheiden müssen wir. Ich finde allerdings für mich mit das größte Problem bei Karl Lauterbach ist, bis zum Wahltag hat in Deutschland ungefähr jeder gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Und noch vor Olaf Scholz war Karl Lauterbach, der gesagt hat, Impfpflicht. Hm. Und das ist für einen Gesundheitsminister, entweder ich sage, die Regierung setzt das durch, sie will das durchsetzen, weil sie den entsprechenden Gesetzentwurf, oder ich sage aus der Mitte des Parlaments, dann allerdings halte ich mich zurück. Ich meine, das trifft für Olaf Scholz in ähnlicher Weise zu, aber für Karl Lauterbach noch mehr. Denn er ist Gesundheitsminister und hat damit natürlich ein
seine Autorität eingesetzt, die er ja zweifellos hat. Er ist ja medizinisch vermutlich bewanderter als wir alle, aber die darf man eben nicht so einsetzen. Gesundheitsökonom. Nicht, wenn es um eine Gewissensentscheidung gibt. Und das ist wirklich ein großes Problem. Ja. Es wird immer gesagt, es ist eine Gewissensentscheidung und dann darf man nicht von dieser Position sagen, ich bin für die Impfpflicht und jetzt muss es auch durchgesetzt werden, weil es geht um den Gesundheitsminister, um den Kanzler, es geht ums Ganze. Und das macht natürlich eine solche Entscheidung unendlich schwierig. Ich kann die Leute verstehen, die für eine Impfpflicht sind, ich bin dagegen. Das ist aber jetzt, da kann man diskutieren, da soll man einen freien Austausch, eine freie Entscheidung zulassen. Und das ist durch ihn behindert worden. Und das finde ich nicht zulässig, wenn man es so macht.